بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، هي من تهذيب لكتيون فن دروس اللغة العربية أو اللغة العربية. في إما هم فيدا إن تكست، من هذه؟ Wer ist das؟ Weiblich. هذه آمنة. ومن تلك؟ Und wer ist dies? Wir hatten هذا und im Weiblichen sagen wir هذه. Wir hatten ذلك für das und dies. Und jetzt für weiblich haben wir تلك. تلك فاطمة. Das oder dies ist Fatima. هذه طبيبة وتلك ممرضة. Das ist eine Ärztin und das ist eine Krankenschwesterin oder Krankenschwester. هذه من الهندي. Das ist oder die hier oder sie ist aus Indien. وتلك من الياباني. Und diese dort ist von Japan. هذه طويلة. Die hier ist lang. وتلك قصيرة. Und diese dort ist kurz oder klein. من هذا؟ Wer ist das? هذا حامد. Das ist Hamid. ومن ذلك؟ Und wer ist dies oder der dort hinten? ذلك علي. Dies ist Ali. أتلك دجاجة؟ Ist dies, also das dort hinten, ein Huhn? La tilka battatun. Nein, das ist eine Ente. Oder dies ist eine Ente. Bis hier irgendwelche Fragen? Okay. Auf der nächsten Seite. Ma tilka. Was ist dies dort hinten? Tilka baydatun. Dies ist ein Ei. هذه سيارة المدرس. Das ist das Auto des Lehrers. وتلك سيارة المدير. Und dies ist das Auto des Direktors. الساعة عباس هذه. Ist das عباس Uhr? La, هذه ساعة حامد. Nein, das ist die Uhr von Hamid. تلك, die dort hinten, oder dies, ist Sa'atu Abbasin. ذلك ديكون, das ist ein Hahn. وتلك دجاجتون. Und dies ist ein Huhn. Jetzt kommen wir zu den Aufgaben. Tamarin. اقرأ واكتب. Das kannst du mal lesen. Fangen wir mit Ahmed an. Eine Zeile. هذه مدرسة وتلك جامعة. مدرسة تو أو مدرسة تون؟ أسونا مدرسة تون نا جامعة تون دان بعد أنا نو. Genau. Und Nummer zwei. ذلك حمار وتلك بقرة. Genau. حسين. ذلك مسجد. La tilka madrasatun. Azalika. Also ich habe nicht dieses Alif gehört, deswegen frage ich nochmal. Azalika. Ich habe Azalika gesagt, aber ja, Azalika Masjidun. Okay. So ist das eine Moschee. Genau. Soll man immer übersetzen oder nicht, oder? Eigentlich, also die Wörter kennen wir schon. Also wenn ihr nicht die Wörter kennt, dann könnt ihr mich fragen und dann nachher übersetze ich sie euch. Okay. هذا جمل وتلك ناقة. Genau. جمل ist doch Kamel, oder? Genau, Jamel ist Kamel. Naqa ist eigentlich auch Kamel, aber ich glaube das Weibliche. Haben die so einen Höckel? Nee, beide sind Kamel. Also ob bei männlich und weiblich Unterschiede gibt, weiß ich nicht. Aber eben Jamel ist eben das Männliche und Naqa ist das Weibliche.
It's okay. Let's go. هذه مدرسة وتلك أصلاً أنص هذه مدرسة وتلك طالبة هذا كلب وذلك قط حسين لف لسه هذا بيت البوذن بيت مؤذني أسوء هذا البيت المؤذن وتلك حديقة التاجر بس فانا هو المؤذن مؤذن اس تجيبي تروفة genau bei der nächsten Seite hier haben wir Wörter und wir müssen wieder sagen also zwei Asher ila al kalimat al atiya also zeige zu den folgenden Wörtern wir ism ishara dieses had und hadhi nennen wir auf Arabisch ism ishara lil ba'id zalika und tilka also hier müssen wir nur zalika und tilka benutzen je nachdem ob es weiblich ist wenn es männlich ist sagen wir zalika wenn es weiblich ist sagen wir tilka jeder nimmt eine Zeile Ahmed fängt an. Okay. Tilika Ummun. Zalika Abun. Ja. Und Zalika Qalamun. Genau. Zalika Mil'aqatun. Mil'aqatun, ist das weiblich oder männlich? Nein. Sorry, Tilke, Mil'aqatun. Einun war auch Tilke Einun. Genau. Zalika Hajarun. Genau. Einun, welche Bedeutung hat Ein? Hat viele Bedeutung. Was waren die? Oder welche kannst du dich noch merken? Also einmal die klassische Bedeutung ist Auge. Auge. Dann gilt es gilt auch für das böse Auge. Ja, das auch, genau. Dann eine Sache oder eine genaue Sache. Genau, die Sache selbst. Ja, die Sache selbst. Warte, da war noch etwas. Da war noch etwas, aber es fällt mir gar nicht ein. Ahmed, weißt du den Rest? Quelle. Quelle, genau, Quelle. Ja. Kann man es auch so für ein Gebiet sagen, weil ich kenne diese eine Ein-Jalut. Okay, das ist, glaube ich, ein Name und weil da vielleicht ein bestimmtes Quellwasser ist oder die Quelle dort ist, nennt man vielleicht Jalut. Okay. Nee, ich kenne noch den Namen. Okay, das letzte war Spion. Also Spion. Genau. Spion okay. für die Tiermeldung? Für die was? Für die Tier? Nein. Nein, Spion, also Agent, also Spion. Jasus, ja. Achso, genau, ist das Jasus. Aber Jasus? Jasus? Genau, auf Arabisch hast du zwei Wörter. Du kannst Jasus sagen und du kannst Ein sagen. Achso, okay. Ich habe gedacht, weil das wodurch man bei der Tier schaut, heißt auch Türspion. Ich habe gedacht, vielleicht auch, ist das auch Ein. Da muss ich nachgucken, ob man das nennt. Weil solche Sachen sind ja, früher gab es ja nicht diese Sachen. Ja. Deswegen muss man gucken. Okay, Ahmed, die nächste Zeile. Zalika Qamisun, Tilka Qidrun, Tilka Nafidhatun. Genau. Tilka Baqaratun. Ja. Hadha Maktubun. Ja, es gibt kein Hadha. Genau, Zalika. Genau, ذلك. تلك ناقة. Genau. ذلك مهندس. ذلك مؤذن. Ja. Und تلك ممرضة. Genau, richtig. Was ist ممرضة nochmal? Krankenschwester. Krankenschwester. Also wie Merit, oder? Genau.
سرير. ذلك سرير. Ja. تلك حديقة. Super. تلك طالبة. Genau. Also die letzten zwei, ne? Ja, genau, die letzten zwei. ذلك جمل. تلك was war تلك بطة. Was war Batta? Ente. Genau. الكلمات الجديدة, die neuen Wörter. الممرضة, die Krankenschwester. الحديقة, der Garten. Hier möchte ich, also da wir heute nicht so viel lernen, deswegen will ich ein bisschen auch ein bisschen rausgehen. الحديقة und es gibt Bustan. Wisst ihr was, was glaubt ihr, was ist der Unterschied? Nochmal, kannst du wiederholen, das zweite wiederholen? Al-Hadiqa und was noch? Bustan. Bustan. Ja, auf Türkisch Bustan, oder? Bustan, Bustan. Ja. Bustan ist, glaube ich, Feld. Oder so Acker-mäßig was? Beide sind Garten, aber da gibt es einen kleinen Unterschied. Also das eine ist wahrscheinlich groß, also groß und eins ist wahrscheinlich klein. Du bist ganz nah. Wachsen vielleicht auf den anderen große Sachen, bei den anderen kleine Sachen? Okay, ich sag das mal. Al-Hadiqa hat einen Zaun, also es ist begrenzt. Al-Bustan ist weit offen, also es ist frei, es gibt keinen Zaun. Okay. Und dann okay. Die Ente, Al-Mu'azinu, der Gebetsrufer, Al-Naqatu, das weibliche Kamel, Al-Baydatu, das Ei aus dem Kühlschrank. Diese Sache hat einen Witz, deswegen habe ich extra aus dem Kühlschrank gesagt. Wenn mein Freund das sehen wird, wird er verstehen. Asma al-Ishara lil-Qarib. Jetzt, wir haben gesagt, diese Wörter heißen Ism al-Ishara und Asma al-Ishara ist für das Nahe, lil-Qarib, Hatha und Hathihi. Hatha Muhammadun und Hathihi Aminatun. Au Aminatu. Und Asma al-Ishara, die Namen des Ishara, also zum Zeigen, lil ba'id, für das Weite, Zalika Hamidun, Tilka Zainabu. Und habt ihr irgendwelche Fragen? Eine habe ich. Eine habe ich. Hab ich. Okay. Im Koran steht doch Tilka Hududullah. Müsste das nicht heißen dann Tilka Hududatullah? Oder Hududatullah? Hudud ist Mehrzahl. Aber Hudud ist doch schon eine Einzahl, ist doch Grenze oder nicht? Wuhat ist das Einzahl, ne? Ja, ne, auf Türkisch nur, aber auf der Arabisch, Deutsch weiß ich nicht. Also, Hudud. Oder kann es sein, dass beides gleich, also Singular und Plural gleich sind? Könnte, glaube ich, sein, aber ich muss da nochmal nachgucken, ob das wirklich so ist. Okay. Okay, noch irgendwelche Fragen? Eigentlich nicht. Okay, dann sind also wir jetzt fertig. Keine jetzt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.